Als Kind gab es neben Gummibärchen und dem Sandmann nur ein einziges Thema für mich: Dinosaurier. Jede Dokumentation wurde förmlich inhaliert und meine themenbezogene Spielzeugsammlung so in Ehren gehalten, dass sie heute noch existent ist. Natürlich konnten diverse Dino-Parks und Fertig-Ausgrabungssets für ein gewisses Paläontologen-Feeling sorgen. Allerdings gab es in meinem Leben immer den Wunsch, eine Ausgrabung hautnah mitzuerleben und echte Saurierknochen in Tonnen von Gestein freizulegen. In diesem Video wird mein Kindheitstraum wahr. Und genau darum geht's. Ich bin heute ein Tag lang Paläontologe, aber nicht irgendwo in einer verdammten Wüste, sondern hier mitten in Frankfurt. Was genau ist das jetzt? Ach, das ist ein Triceratops-Zahn. Weil wir sind jetzt im Tresorraum. Oh yeah. Oh. Noch weiter. Wahnsinn. Super. Das ist ein anderer T-Rex-Zahn zum Beispiel. Nature. Was aufgrund des Standorts vielleicht erstmal nicht nach richtiger Dino-Ausgrabung klingt, ist in Wahrheit ein weltweit einzigartiges Projekt. Aus den USA wurden per Schiff 20 Quadratmeter Gestein mit einem Gewicht von 30 Tonnen in die Stadt mit der grünen Soße transportiert. Dieser riesige Gesteinsblock wurde in handliche 1,5 Tonnen Stückchen aufgeteilt und vor Ort wieder zusammengesetzt. Ich begleite heute Philipp Haflik, der Mann hinter diesem Projekt, mit der Berufsbezeichnung Paläontologe. Der ganze Krempel, der unten ausgebuddelt wird, der kommt jetzt hier in so ein Lager. Du hast so viele Funde, dass man gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Zeug. Ja. Und das Problem ist halt, wenn du so ein Fossil wirkst, hier jetzt zum Beispiel das Ding hier, also dieser Scherbenhaufen, das ist ein Wirbelkörper oder ein Wirbelfortsatz von einem großen Dinosaurierwirbel, vielleicht ein Edmontosaurus oder sowas. Ja? Was ist ein Edmontosaurus? Das ist ein Entenschnabeldinosaurier, das ist ein großer Pflanzenfresser, sowas wie eine überdimensionierte Kuh. Okay. Also eine deutlich überdimensionierte Kuh, also ca. dreimal so groß. Ja, schön. Die sind jetzt gekennzeichnet hier, ne? Also da steht jetzt I-97. Genau. Das verweist auf einen Block, wo die das unten rausgegraben haben. Und dann haben sie auch ganz genau zeichnerisch, aber auch mit solchen Oberflächenscannern festgehalten, wo das Ding rauskam. Du musst bei solchen Stücken sehr, sehr viel Zeit investieren an Präparation, bis die dann wirklich noch was aussehen. Das heißt, das hier ist jetzt nicht das finale Sammlungslager, ja? Ja. Sondern das ist so ein Zwischenlager, wo man dann, keine Ahnung, was haben wir denn hier? Das könnte auch so ein Wirbel sein, Das ist jetzt mal ein kleiner Schwanzwirbel, also den erkennt man ja schön, ja? Und der ist auch noch nicht fertig präpariert. Diese ganzen Funde sind eine gewisse Stufe, wo man ungefähr identifizieren kann, was es ist, damit man das gliedern kann, um dann eben entsprechend aufzuarbeiten. Und jetzt kommt das Problem, das sind aktuell 3000 Stück. Alter. Aus der Hälfte der Fläche. Was ist das krasseste Stück in eurem Sammellager? Das liegt nicht hier, das liegt unten im Tresor. Oh, da rein? Es gibt ein paar, klar, wir schauen dann nachher, dass man da reinkommt. Ja. Das ist ein bisschen anders als das Zeug. Das ist so das nette Beiwerk, sagen wir mal so. Ja, das sind coole Sachen bei. Also gibt es Zähne hier drin? Ist unten für sicherlich besser. Natürlich gibt es Zähne. Wir nennen das Zeug auch liebevoll Konfetti. Das ist ein Triceratops zum Beispiel. Ach, das ist ein Triceratops-Zahn. Also ein kleiner Zahn von einem Triceratops. Darf ich mal? Ja, klar. Wow. Das Ding hier, das sieht ja so schön abgenudelt aus. Das ist die Fläche, wo er immer drauf gekaut hat. Also der Zahn war mal so lang. Und dadurch, dass das Viech halt über Jahre gefressen hat, ist es immer weiter runter gefressen worden. Und dann ist er irgendwann ausgefallen. Das ist halt der Vorteil von einem Dino. Beim Dino wächst sowas immer nach. Also es ist wie bei einem Haifisch. Ja, es ist ganz ähnlich. So beim Haifisch kein Revolvergebiss. Genau. Bei denen stopfen die einfach immer wieder von unten nach. Geil. Jurassic Park, dieses DNA aus einer Mücke raussaugen und dann Dinosaurier erschaffen. Ist das realistisch? Ist das Antwort genug? Okay. Also die Wahrscheinlichkeit steht gegen null. Ja. Es liegt aber auch daran, dass DNA nicht so lange haltbar ist. Ja. Und das Zweite ist, diese Moskitos im Bernstein, das sind eigentlich Abdrücke der Moskitos. Das Viech selber ist längst verschwunden und die Dino-DNA noch viel länger. Okay, Mythos zerstört. Dann ging es weiter zum Hauptschauplatz dieses Videos. Der Ort, an dem die 30 Tonnen Gestein abgeladen wurden. Ein eigenes Forschungszentrum aus Holz wurde um die Ausgrabung herum errichtet. Ein Vorteil hier ist es, dass im Gegensatz zu Ausgrabungen vor Ort in den USA die Forscher wesentlich genauer und ohne zeitliche oder wetterbedingte Einschränkungen arbeiten können. Dies ist ein T-Rex-freier Arbeitsplatz.
Philipp, was heißt das? Das ist ganz auch kein gutes Zeichen. Ich meine, es ist schon viel zu lange her, dass die den letzten T-Rex-Zahn gefunden haben. Ach, 51 Tage ist das her, als der letzte T-Rex-Zahn gefunden wurde. Das siehst du mal, wie schlecht es den Jungs und Mädels hier geht. Ja, das ist voll schade. Ich verpasse die immer um einen Tag. Du siehst ja hier einzelne Löcher, die ganzen Quadrate wieder. Das sind die Paletten, die wir raustransportiert haben. Diese Teile haben wir hier wieder zusammengestückelt, so angeordnet, wie sie eigentlich gehören. Und jetzt arbeiten die Jungs und Mädels hier Stück für Stück runter. Kommentieren genau, wo jeder Knochen lag, tragen es ab und gehen dann an den nächsten Block dran. Hier irgendein Stückchen vom Bein von einem Dinosaurier, das vermute ich auch wieder ein Edmontosaurier. Da hast du 1, 2, 3, 4 Wirbel, Fortsätze von Wirbeln. Ein Schildkrötchen, was runterliegt, Rippenfragmente, die irgendwie drin sind. Kannst du dir so vorstellen, du nimmst einen Dinosaurier und zerlegst ihn in die Einzelteile und schmeißt die dann hier einmal auf den Haufen drauf. Es gibt Handschuhe. Also wir heben jetzt was Schweres hoch. Was genau ist das jetzt? Verschiedene Großknochen, die in der Linse drin liegen. Der andere Teil davon liegt hier. Und ihr habt das jetzt mit Bauschaum und mit Brettern stabilisiert, dass quasi, wenn man das jetzt umkippt, dass da kein Schaden kommt. Kein Schaden kommt, weil die Stücke an sich sind relativ stabil, nur da sind halt Risse durch und nicht, dass hier uns die Brocken noch auseinanderfallen. Ah, okay. Suchst du aus, Tobi, wo willst du? Da, wo ich am wenigsten kaputt machen kann. So. Jetzt wird Dino geforscht. Ganz herzlichen Dank. So. Wow. Und guck mal, das bleibt. Das ist alles drin. Hinten guckt ein Stückchen von einem Oberschenkelknochen raus. Der hat so einen Durchmesser. Da liegt da hinten die Gelenkkugel, liegt da. Und hier liegt dieses andere Stückchen von dem Knochen drin. Ist halt zweimal zersägt worden. Ja. Und der geht sozusagen in diesen Knochen hier mit rein. Dann liegt hier drinnen noch ein Beckenknochen vom Edmontosaurus, ein Pubis. Und wie setzt man dann die Knochen wieder zusammen? Die setzt man nicht zusammen. Weil das ein Bonebed ist. Das sind ganz viele Einzelknochen verschiedenster Saurier und verschiedenster Lebewesen, die in diesem Flusssystem entweder gelebt haben oder reingefallen sind. Die sind an dieser Stelle zusammengeschwemmt worden. Das heißt also nicht, dass die, selbst wenn das Edmontosaurus-Knochen alles sind, dass diese Knochen alle zu einem und demselben Tier gehören. Die können zu ganz unterschiedlichen Tieren gehören, die an unterschiedlicher Stelle auch verendet sein können. Guck mal hier, da. Guck mal. Sehr gut. Guten Knochen. Das ist der typische Erhaltungszustand. Die Knochen sind also in sich immer sehr, sehr brüchig. Man kann die also gar nicht rausnehmen. Man sieht jetzt hier oben, die haben eine harte Kruste, aber innen drin ist es im Prinzip pulverförmig. Oder auch das fossile Holz, da bleibt auch nicht viel von übrig. Das ist fossiles Holz. Das bleibt davon übrig, wie Holzkohle. Wie Holzkohle. Ja, ja. Das ist die Strafarbeit. Okay. Das ist der Dreck, in dem wir die Fossils finden. Und der wird nochmal chemisch aufbereitet. Dann wird das Zeug gesiebt. Und dann darf sich da einer dran setzen am Mikroskop und hier die kleinen Zähnchen rausreißen. Also sowas hier ist so 4-5 Monate Arbeit. So ein Sack. Oh, geil. Ich finde das so cool, weil einfach überall irgendwas anderes drin ist. Das ist von einem Schwanzwirbel. Das hier wäre so ein Wirbelkörper. Und das hier ist ein Chevron. Das heißt, das ist so ein Knochen, der geht hier so schräg nach unten am Schwanz ab. Die haben im Prinzip Doppel-T-Träger, damit die Schwänze noch stabil bleiben. Mhm. Und das ist genau die Konstellation, wie das heißt. Wie groß war das Tier damals, wenn du sagst, 3-4 Mal größer als eine Kuh? Also das hier jetzt würde ich vielleicht so auf 6 Meter Länge schätzen. Okay. Die größten kommen so auf 12 Meter. Wow. Das sind dann schon ganz ordentlich. Wahnsinn. Also gescheite Rindviecher. Erst nochmal angedotzt. Boah, da kann ich den ganzen Tag rumwühlen und gucken. Ja, das geht hier immer wieder. Ja. Also da machst du irgendwas auf. Und Schädelteil, das kann spannend sein. Da so ganz, ganz dünne Knochen. Das deutet immer darauf hin, dass du irgendwo im Schädel bist. Ja, irgendein Zahn. Ah, Pectinodon. Ach, cool. Okay, das ist ein kleiner Insektenfresser. Ein kleiner Raubdinosaurier. Hier ist die Wurzel. Und hinten hast du wie bei einem Fleischmesser so eine Sägekante. Weil das Viech halt irgendwelche harte Nahrung zerkleinern muss. Wie kommt man denn auf so ein Gebiet? Du musst ja auch genau sehen, okay, ich will diesen Stein jetzt mitnehmen. Nach Wyoming zu fliegen und keine Dinos zu finden, also das ist echt schwierig. Also da musst du dich richtig blöd anstellen. Ja, das ist etwas so geschafft.
Werfer. Da musst du natürlich rausfinden, wo darf ich überhaupt buddeln. Mhm. Und da hat man einen Partner, einen Kooperationspartner, das ist so ein privates Museum da drüben, Wyoming Dinosaur Center. Und die hatten eine Grabungsgenehmigung für ein großes Grundstück, für eine große Farm. Und auf dieser Farm haben wir uns dann gütlich getan. Da bin ich zweimal rübergefahren. Wir haben einfach geschaut, wo kommen die meisten Knochen raus. Krass, also da ist nichts geskinnt oder sowas, dass du quasi schon eine Vorahnung hast, wo größere Sachen sind. Wenn das funktionieren würde, wäre es toll. Also wir haben auch keine CT-Scanner wie bei Jurassic Park. Das funktioniert auch nicht so ganz, zumindest nicht im Gelände. Ja? Ja. Wir wissen auch nicht, welche Geräusche die gemacht haben. Okay. Aber also im Gelände ist es wirklich, es hat sich seit 150 Jahren, so lange klebt man in dem Gebiet schon, nichts verändert. Du läufst rum und schaust, wo schaut irgendwo ein Dinosaurier aus dem Boden raus. Krass. Dann ging es weiter in den Bereich der Präparation und somit in den Tresorraum. Achso, oh, warte. Erstmal den Pin mitgefüllt. Nee. Ja, hier liegt das. So, das ist jetzt unser bester bis jetzt, den wir rausgeholt haben. Hier siehst du die Schneidekanten mit diesen ganz vielen Zähnchen drauf. Das gleiche hat man dann noch auf der anderen Seite. Hier. Da läuft auch noch so eine Kante. Und der ist natürlich, er hatte auch feine Risse drin und den habe ich natürlich dann auch gleich gehärtet und sowas. Deswegen bin ich da ein bisschen, ich weiß halt nicht, wie er innen aussieht. Der ist nämlich nicht auseinandergefallen, der ist am Stück. Weil meistens, wie schon gesagt, sind ja, du hast ja immer sonst diese Bruchstücke. Wie schwer ist der? Hand runter, mal drauflegen. Der ist halt versteinert. Ich kann einfach mal einen anderen Knochen nochmal zeigen. Das sieht sehr aus wie ein Krokodilzahn. Ne? Also es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Aber der ist schon richtig toll ist. Wahnsinn. Hier ist zum Beispiel ein schöner Edmontozahn, der noch im Stein drin steckt. Es gibt also auch solche Lagen, wo ganz viele kleine Zähnchen drin sind im Knochen. Das ist zum Beispiel sowas. Hier hat man ganz viele Edmontosaurus, denn hier ist ein Wirbelchen von einem kleinen Salamanderartigen. Hier sind jede Menge andere Zähne von Krokodilen zum Teil noch. Hier ist Pectinodon, das ist ein Raubsaurier. Dieser 8 mm lange Zahn, größer wird er nicht. Oh. Dann kommen natürlich auch Großknochen rein. Wow. Hier, das ist jetzt zum Beispiel auch ein Pubis, auch ein Teil von einem Beckenknochen, der jetzt schon fertig präpariert ist. Das Stück haben wir unter anderem auch umgedreht, eben in dem dicken Block. Da liegt auch so ein Teil drin. Okay. Dann liegen halt immer wieder Wirbelkörper mit drin. Dann sind jetzt Sachen, das ist vom Sternum, also vom Brustbein. Und das ist dann dementsprechend schon aufgearbeitet. Man sieht ja überall diese kleinen, ja, wie so Klebespuren. Richtig, das ist grauer Kunstharz. Ich ergänze das immer dann so, dass man es sieht. Dass man das erkennt, dass an diesen Stellen eine Bruchlinie vorhanden ist. Früher hat man sowas wegkoloriert. Zum Beispiel auch hier, das auch vom Edmontosaurus. Das ist ein Squamosum, das ist sozusagen hier hinten vom Hinterschädel ein Stückchen von einem großen Tier. Und man sieht auch, dass hier bestimmte Teile mit Kunstharz ergänzt sind, weil das natürlich auch dünn und würde sonst auch zerbrechen. Ne? Und so kann man es dann auch fertig machen. Das ist ein anderer T-Rex dann zum Beispiel. Und der ist leider, sollte man vielleicht nicht machen, der ist zweimal zersägt worden. Ja. Ne? Der war genau an der Ecke von einem Quadranten. Ja, so, du steckst halt nicht drin. Ne? Du weißt halt nicht, was drin ist. Ne? Ja klar, das sind dann teilweise Zentimeter und ja, die sind dann halt, ja, scheiße. Wenn man es auf dem Gelände wirkt, sieht es dann halt zum Teil so aus. Genau der gleiche Knochen, den wir eben hatten. Hier liegt auch nochmal so einer drin. Der ist nur, den mussten wir sogar im Stützmantel bergen, weil das so kaputt ist, dass er sonst auseinanderfällt. Was haben wir denn hier an Technik? Also die Präparationsräume, die sind echt voll mit Technik. Druckluft ist ein absolut notwendiges Ding. Das sind die Dinger hier, ne? Die saugen dann quasi den Staub und alles. Das sind diese Teile da, weil da hast du dann so Mini-Meißel, mit denen du dann mit Druckluft das Gestein von den Fossilien wegkriegst. Natürlich, alles was wir haben, ist deutlich massiver gebaut als normalerweise. Ein Tisch darf hier nicht so sein wie in der normalen Werkstatt, sondern du musst halt hier einen Saurier drauflegen können. Panzerschränke, alles mögliche. Du hast da hinten da einen Abzug, ja? Da kannst du dann auch mal mit Chemikalien dran. Da kannst du den Kleinkram. Das klingt wie ein Meißel. Das klingt echt wie beim Zahnarzt, ja. Kann man theoretisch dann so weiter freilegen. Das stoppt also mit dem Stein, das ist halt wie ein kleiner Meißel. Das ist ein Finger. Und wenn du das so im Verhältnis siehst, ist halt schon krass, ja. Ja, und? Ja, komm, das passt doch wunderbar. Passt so etwa dazu. Finger mit Fingernagel, schwer verrückt. Bei vielen Knochen ist es jetzt so, das sieht ja alles sehr intakt aus. Aber es gibt Bereiche wie hier, wo so große Einkerbungen drin sind. Und das sind die Bereiche, wo die Paläontologen
einmal mit dem Hammer und mit der Meißel quasi suchen und dann auf einen Knochen treffen. Deswegen hat man oftmals natürlich diese kleinen zerstörten Punkte in den Fragmenten drin. Niklas, was ist genau deine Aufgabe hier? Ich bin nicht nur zuständig hier fürs Klopfen von einem ganz kleinen Material, sondern ich dokumentiere hier auch die Knochen und die Fossilien, die wir finden. Ich arbeite aber auch an den großen Blöcken, also an direkt am Gestein selber. Und dann wird das dann hier immer kleiner gemacht, um noch zu gucken, ob noch irgendwelche kleinen Zähne oder Knochen oder Pflanzenmaterial drin ist, was noch relevant ist für uns. Wenn du da jetzt draufhaust, dann geht doch an sich alles kaputt. Für uns ist eigentlich das Wichtigste sind die Knochen und Zähne. Und die gehen tatsächlich eigentlich weniger kaputt. Vor allem Zähne sind sehr stabil. Der bei uns im menschlichen Körper genauso. Das ist der härteste Knochen, den wir haben. Und das ist bei den Dinosauriern oder bei anderen ausgestorbenen Tieren eben genauso gewesen. Und deswegen finden wir die hier auch. Und das ist, die gehen dann eigentlich nicht kaputt. Kannst du mal schauen, ob da was drin ist? Ja, klar, aber ich... Auf dem ersten Blick sehe ich jetzt nichts. Also man sieht ja diese ganzen kleinen schwarzen Punkte und die schwarzen Linien da drin. Das ist alles Pflanzenmaterial. Das ist aber so unkenntlich, dass wir nicht mal wirklich bestimmen können, was es jetzt für eine Pflanze ist. Deswegen wird es einfach zur Seite gelegt. Toll an unserem Material ist, dass wir halt so viel Zeug hier finden, dass es nicht wichtig ist, ob wir jetzt 10, 20, 30 oder 100 Zähne haben. Das hier ist wieder mal ein Zahn von einem von den Edmontosauriern. Dieser Zahn befindet sich in so einer Zahnbatterie. Das ist einer von 100, 200 Zähnen pro Kiefer, die du bei so einem Viech drin hast. Dadurch, dass wir so viele Einzelzähne, aber auch solche Batterien von den Zähnen haben, können wir Kollegen auch erlauben, die einfach mal durchzusägen, zu pulverisieren und daraus zu analysieren, was haben die Viecher damals gefressen, sind sie gewandert, wo stehen sie denn im Nahrungsnetz und so weiter und so fort. Kannst du dir ja vorstellen, das will normalerweise keiner mit seinen Fossilien machen lassen, ja, weil die sind nachher einfach hinüber. Aber das ist eben das Tolle, wir haben so viel und so viel einzelnes Material, dass jeder dran rumspielen darf, der will. Und genauso läuft es auch. Der Mann, der Ötzi untersucht hat, Wolfgang Müller von der Goethe-Uni, der untersucht jetzt endlich was Vernünftiges, unsere Edmontosaurier. Wenn Niklas mit dem Groben fertig ist, geht das Ganze einmal weiter zu Laura und du machst jetzt den Feinschliff. Genau, ich habe hier einmal ein Stück Sandstein und da sind ganz viele Knochen drin. Also ich habe hier zum Beispiel ist ein Teil von einem Wirbel, hier ist eine Rippe, hier sind Knochenfragmente, ich habe hier eine Sehne und Zähne drin und ich versuche die natürlich jetzt alle rauszukratzen. Dafür habe ich Zahnarztwerkzeug zum Beispiel oder Nadeln. Weil man einfach super vorsichtig sein muss, weil die Knochen sonst ganz, ganz leicht zerbrechen. Ich meine, das ist natürlich nicht ganz so dramatisch. Wir haben hier überall Sekundenkleber stehen. Aha, da kann gefaked werden. Genau, damit wir alles schnell wieder zusammenklicken. Hier ist wahrscheinlich ein Stück vom Schädel. Wir sind uns aber noch nicht ganz sicher. Könnte ein Stück vom Schädel vom Edmontosaurus sein. Dann habe ich noch ein paar kleinere Sehnen schon rausgeholt. Und hier ist es wirklich auch sehr winzig, aber das ist ein Teil von einem Schildkrötenpanzer. Ach was, hat gar nichts damit zu tun. Nee, von denen finden wir auch immer ganz viel. Und dann endlich war der Zeitpunkt gekommen und ich durfte selbst ran. Nach einer kleinen Einweisung ging es los. Okay, ich bin leicht aufgeregt. Ich habe noch nie einen Dinosaurier ausgegraben. Was ist das jetzt genau? Das ist schon ein Wirbelprozess. Wahrscheinlich von Edmontosaurus, aber jedenfalls Dinosaurier. Ja. Alles, was drunter ist, sind okay. Dinoknochen dort. So was hier? Aha, ja. So das ist die Bruchstück von dieser. Ah, das ist hier rausgenommen. Okay. Ja, okay. Genau. Ja. Wie fange ich jetzt an, wenn hier quasi das in den Stein reingeht? Alles wegkratzen, das ist eine Richtung. Oder siehst du alle diese Risse hier? Ja. So, Oh, das sieht sehr locker aus. Ja. Okay, wie kann ich jetzt was machen? Erstmal, ich denke, putzen die Oberfläche. Putzen und du siehst, mal. Was jawohl. Ist los. Okay, also ich lege das jetzt mal hier ein bisschen weiter ja. Vor. Vielleicht, ja, das sieht gut aus. So, die Stücke lösen sich jetzt schon. Kann ich die hier rausnehmen? Du kannst probieren, ja. Wenn es geht, dann perfekt. Okay. Ja, genau. Aha, okay, hier löst sich wieder was. Aha, super. Sehr gut. Ja, wir gucken immer jede Seite von der Busche. Ja, okay. Ja, so, du hast das perfekt gemacht. Okay. Sehr gut. Es ist so geil, es ist so geil. Weil wenn ich jetzt hier reingehe, ja. Müsste ich das doch raushebeln können, oder? Aha, aber hier musst du vorsichtig sein. So, wir benutzen die Werkzeuge niemals so in der Nähe von den Knochen. Ah ja, ganz okay. Über das. Also ich gehe jetzt hier rein. Ja, vorsichtig. Ja. Und dann ausprobieren, ob das bewegt oder nicht. So, jetzt aha. Hebt sich das an. Oh. Sehr gut. Geil. Guck mal, jetzt du siehst, dass es geht dort weiter, noch weiter. Wahnsinn. Super. Weiß man schon, was für ein Knochen das ist? Ja,
Das ist ein Wirbelfortsatz. So, hier war die Wirbelkörper. Ja. Wir haben das schon abgeholt. Weil dieser Wirbelfortsatz ist wirklich lang, es ist schwer, die komplette Knochen als ein Stück frei zu. Ich verstehe. So, jetzt wir arbeiten mit dieser weiter und natürlich, wir haben schon dokumentiert die Wirbelkörper. So, später im Labor, wir können das zusammenstellen. Ja, danke dir. Das ist geil. Das kann ich mir jeden Tag vorstellen. In der Ausstellung vom Senckenberg Museum werden dann die fertig zusammengefügten Skelette gezeigt. Allerdings sind nicht alle Skelette, die man in solchen Museen findet, auch echt. Philipp erklärt mir den Unterschied. Echt versteinerte Knochen werden mit einem Klammergerüst zusammengehalten. Hier seht ihr das ganz gut an einem Diplodoctus, einem Langhalsdino. Der Knochen wird also nicht angebohrt, um ihn in das Skelett einzuarbeiten. Bei Abgüssen wie hier geht der Stahlrahmen durch den Knochen durch, da es sich um ein Replika handelt. Da wir in der letzten Woche diese Ausstellung gedreht haben, muss ich euch leider mitteilen, dass das Projekt mittlerweile abgebaut ist. Trotzdem war es eine wahnsinnige Erfahrung, die mir bis an mein Lebensende erhalten bleiben wird. Ein absolut aufregender Tag kehrt sich dem Ende zu. Philipp, vielen, vielen Dank für die ganzen Eindrücke. Ich habe mega viel lernen können, welche Dino-Knochen echt sind, welche nicht. Wie man mit ganz kleinen Nadeln ganz große Dinge auspräpariert. Von daher, es war wahnsinnig interessant. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich danke dir dafür, dass du uns so viel geholfen hast, Dinos auszubuddeln und zu transportieren. Ohne dich könnten wir das nie machen. Natürlich nicht. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Lasst gerne mal ein bisschen Feedback da. Gerade diejenigen unter euch, die auch so ein bisschen Interesse an dieser Thematik habt. Vielleicht machen wir mal ein bisschen mehr in die Paläontologie, Archäologie, Geschichte, weil ich finde das mega geil. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschö. Ciao.